Alle Kinder kennen die Müllautos der AWB, die durch die Straßen in Köln fahren und die Mülltonnen leeren. Die AWB-Mitarbeiter dürfen während der Fahrt auf dem Trittbrett mitfahren. Sie können dann schnell vom Trittbrett runtersteigen. Sie holen die Mülltonnen aus dem Keller und stellen sie am Straßenrand zum Leeren bereit. Wenn das Müllauto voll ist, fährt es zum Betriebshof Marweg. Die Müllwerker müssen, bevor das Müllauto gewogen wird, aussteigen. Das Müllauto wird auf der Lkw-Waage gewogen. Es wiegt so viel wie 5 große Elefanten, 26.000 Kilogramm. Der Wiegemeister schreibt auf, wie viel Müll in dem Fahrzeug ist. Es sind 10.000 Kilogramm. Ein AWB-Mitarbeiter ruft das Fahrzeug auf die Müllkippstelle 5. Es gibt 8 Müllkippstellen. Der Fahrer öffnet die Klappe des Müllfahrzeugs, stellt die Drehtrommel an, damit der Müll rauskommt und in den Mülltrichter fällt. Das hier ist der Müll aus der Restmülltonne. Und so sieht die Drehtrommel von innen aus. Der Müll wird mit einer Müllpresse in den Container geschoben. Wenn die Fahrer den Müll zu schnell ausgekippt haben, verteilt ein Greifer den Müll im Trichter. Das nächste Fahrzeug kommt schon angefahren. Die große Klappe geht auf und dieses Mal schiebt eine Pressplatte den Müll heraus. Dieses Müllauto hat eine große Pressplatte.
Das kleinste Müllfahrzeug der AWB kommt angefahren. Es fährt in die Straßen, wo die großen Müllautos nicht durchfahren können, weil sie viel zu groß dafür sind. Jetzt ist der Container voll und fährt unter die Krananlage. Die Krananlage wird vom Kranführer auf den Container gesetzt. Seht ihr die roten Fähnchen? An dieser Stelle wird der Kran am Container festgemacht. Dann ziehen vier Stahlseile den Container hoch. In dem Container ist der Müll aus zwei Müllautos. Das sind 20.000 Kilogramm. Der Kranführer sitzt in seinem Kranhäuschen und setzt die Container auf die Waggons. Er holt einen leeren Container und fährt ihn an die Einhausung, damit er wieder mit Müll befüllt werden kann. So geht das den ganzen Tag, bis 20 Container voll sind. Jetzt könnt ihr alle auf einmal sehen. Wenn euer Kindergarten zu Ende ist, kommt eine rote Lok und holt den Müllzug ab. Die Lok zieht den Zug in die Restmüllverbrennungsanlage. Dort wird der ganze Restmüll verbrannt. Aus dem Müll der grauen Tonne kann nichts Neues gemacht werden. Deshalb ist es wichtig, den Müll richtig zu sortieren.